Bitte. Ja, Herr Freud. Es sind immer noch einige Punkte offen, die noch nicht vollständig geklärt sind. Ich muss nur noch gucken, welche das waren. Ja, wir müssen wissen, wer hat den Bär gekriegt? Hat er ihn direkt an Enguard gegeben? Warum Was hat er hat... Enguard dann nach Hause gebracht? Yep. Was hast du noch vor? Oh, nun, das geht natürlich nicht. Gut, Herr Freit, welchen fragwürdigen Punkt würden Sie denn gerne weiter klären? Ja, die Person, die den Bären nahm, ne? Ja, oder den Bären selbst, das könnte auch sein. Ne, der Bär ist der Bär. Wir wissen ja noch nicht, was das, ob der aufgemacht wurde oder nicht. Na Ich würde gut. sagen, die goldene Mitte. In Herrn Paus Aussage gab es eine Sache, die sehr unklar war. Das ist die Identität der Person, die den Bären erhielt. Er gab der Person im Zimmer etwas. Tut mir leid, aber ich konnte nur den Arm der Person sehen. Solange wir nicht wissen, wer den Bären entgegennahm, können wir nicht sicher sein. Ah! Was ist, Herr Powers? Wenn Sie schon derartig schreien, dann nennen Sie uns wenigstens einen guten Grund. Oh, ja, Entschuldigung. Also, ich weiß es wieder. ich erinnere mich wieder, wer den Bären entgegennahm. War. Wirklich? Ich meine, ich sah nur seinen Arm, also. Aber, der Arm. Es war der Arm des Nickelsamurais, das schwöre ich. Sie machen wohl Witze. Sind Sie sich ganz sicher, Herr Powers? Ja, ich bin mir ganz sicher. Es war der Nickelsamurai. Na toll. Kannst Aua, ja. sieht so aus, als hätten sie ihr eigenes Grab geschaufelt. Wieder mal. Das wievielte Mal heute? Ich zähle nicht mehr mit. Auf jeden Fall zu viele. Ja. Also die Person, die diesen kleinen Bären nahm, war der Nickel-Samurai. Wie wir alle wissen, ist mit en garde der Nickel-Samurai. Dank der Verteilung haben wir das nochmal verdeutlicht. Was soll ich jetzt nur tun? Mia, Hilfe! Keine Zeit für Orientierungslosigkeit. Du musst eine andere Angriffsmöglichkeit finden, und zwar schnell. Super. Ich war das Kreuzfeuer jetzt. Moment mal! Euer Ehren. Schon wieder, Herr Freit. Wir haben bereits alle fragwürdigen Bereiche der Aussage geklärt. Es ist an der Zeit, dich von diesem Gericht zu entfernen, Freit. Ich muss was finden. Ein noch so kleiner Punkt würde reichen. Es gibt immer noch Fragen, die nicht beantwortet wurden. Was hast du Könnte noch vor? Adrian gewesen sein im Kostüm. Oh, du, das geht natürlich nicht. Gut, Herr Freit, welchen fragwürdigen Punkt würden Sie denn gerne weiter erklären? Den Bären selbst, würde ich sagen. Die Person, die den Bären nahm, haben wir ja jetzt. Okay, ja. Den Bären selbst. Ich denke, der Bär selbst ist äußerst fragwürdig. Der Bär, Herr Freit? Er wurde in Herrn Ongards Anwesen gefunden. Herr Ongard wurde von an jenem Abend aber im Hotel festgenommen. Das bedeutet also, dass er nach dem Mord nicht nach Hause gehen konnte. Oh. Stimmt. Ich denke, Euer Ehren, Sie wissen bereits, was ich sagen möchte. Herr Ongard hätte unmöglich diesen Bären zu seinem Anwesen bringen können. Da haben Sie recht. Wir hatten diesen Punkt außer Acht gelassen, Herr Freud. Der Angeklagte hätte diesen Bären unter keinen Umständen nach Hause bringen können. Katastrophe abgewendet. Es sieht scheiße aus. Du hast mich noch nicht von meiner besten Seite erlebt, Freit. Ich hoffe doch, dass ich das auch nie tun werde. Hoch. Ich kann mich noch deutlich erinnern. Ich erinnere mich, was du in Ongards Anwesen vor dich hinmurmeltest. Wir haben dieses Grundstück völlig umstellt. Er kann nicht entkommen. Ich kann es nicht fassen, dieser Butler. Die ganze Zeit war er der Killer. Scheiße. Die Killer und En Garde arbeiten zusammen, sozusagen. Und der Killer versteckte sich in En Gardes Anwesen als Butler. Was für ein mutiges Unterfangen.
Die Bärenstatuette wurde von den Killer selbst zu Ungards Anwesen zurückgebracht. Als sich abzeichnete, dass Ungard festgenommen werden würde, trug er es ihm auf. Hätte die Polizei sie bei den Ermittlungen gefunden, wäre das wohl schlecht gewesen. Nun, Freit, du bist seit einiger Zeit ganz still. Das ist zu viel. Gibt's denn nichts, was ich angreifen kann? Ich denke, wir haben genug gehört. Wir wissen, die Bärenstatuette befand sich im Anwesen des Angeklagten. Und wir wissen, wer den Bär in seinem Zimmer vom Killer überreicht bekommen hat. Alles ist nun völlig klar. Der Auftraggeber, der den Mörder für den Mord anheuerte, war Matt Ungard. Ich sehe keinen Grund, diesen Prozess fortzusetzen. Deshalb spreche ich jetzt das Urteil. Vielen Dank für Ihr Verständnis, Euer Ehren. Siehst du, Freit? Du konntest gegen die Wahrheit nicht gewinnen, oder? Ich wusste, dass es so enden würde. Schließlich hat Atreus nur die Wahrheit gesagt. Noch irgendwelche Einsprüche, Herr Freit? Nun habe ich welche, was soll ich nur tun? Ja, auf jeden Fall. Einspruch erheben. Ja. Urteil hören ist Ende. Ich will jetzt das Urteil für Einspruch. Es gibt nur einen Weg, diesen Prozess in die Länge zu ziehen. Ich muss einfach nur Einspruch sagen. Mir bleibt nur noch ein schmutziger Trick. Euer Ehren. Jetzt gibt es zwei Gründe zu glauben, dass mein Mandant der Auftraggeber des Mörders ist. Grund Nummer 1, er hat die Bärenstatuette vom Mörder angenommen. Grund Nummer 2. Genau diese Statuette wurde in Ungards Anwesen gefunden. Aber es wäre möglich, dass das alles das Werk einer gewissen anderen Person war. Was sagen Sie da? Ich sage nur, es wäre möglich, dass jemand anderes die Killers wahrer Auftraggeber ist. Der wahre Auftraggeber? Oh, müssen wir wirklich so tief sinken. Oje, die haben Adrian. Ja. Zitz, ist das alles, was du hast? Alles gut, Herr Freit. Geben Sie Ihre Theorie erst zum Besten. Wer ist dann also der wahre Auftraggeber von The Killer und somit der wahre Mörder? Können wir nicht Franzi nehmen? Wäre cool, ja. Oder Oldbeck, da würde es mir nicht leid tun. Ja. Oh, na gut. Auch wenn ich Adrian eigentlich mag, also. Ja. Ist halt im Moment mein Opferlämmchen. So. Muss sein. Adrian Andrews? Ja, wir wissen bereits, dass die Mad Ungard das Verbrechen anhängen wollte. Indem sie ein anderes Nickel-Samurai-Kostüm trug. Oh. Dann war der Arm des Nickel-Samurais, den ich sah. Er hätte sehr gut der von Frau Andrews sein können. Oh, was ist mit Herrn Ungard? In der Gestring-Aussage hieß es, wenn Sie sich erinnern, dass der Angeklagte während der Pause ein Nickerchen machte. Oh, das stimmt. Dann das Finden der Statuette in Herrn Ungards Anwesen. Das war eine sehr raffinierte Falle von Frau Andrews. Herr Edgeworth, wie denken Sie darüber? Ich habe aufgehört, die Fehler in der Logik der Verteidigung zu zählen. Außerdem gibt es keine Beweise, die das unterstützen. Jedoch kann ich diese Möglichkeit auch nicht ganz ausschließen. Was ist mit dem Prozess? Kommen Sie, jeder weiß, dass es Ungard war. Kaum zu glauben, dass die Verteidigung wagt, die Schuld jemand anderem zu geben. Ja, unfassbar. Es geht hier nicht um eine Bagatelle, es geht schließlich um Mord. Ich tue es zu Mayas Schutz. Auch wenn sich die ganze Welt gegen mich stellt, darf ich diesen Kampf nicht aufgeben. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Jeder, der stört, muss den Gerichtssaal verlassen. Euer Ehren, darf Phönix dann gehen? Im Interesse der Verteidigung bin ich bereit, das Was-wäre-wenn-Spielchen mitzumachen. Das Was-wäre-wenn-Spielchen, Herr Edgeworth? Die Anklage ist bereit, die Theorie der Verteidigung anzufechten.
Freiheit, sogar du musst dich doch da gefragt haben. Warum sollte der Verbrecher den kleinen Holzbären haben wollen? Er hat recht. Die Killer brachte diesen Bär sofort zur Engarde. Warum fragst du, ist da etwas Besonderes dabei? Absolut. Und ich bin mir sicher, sobald das Gericht seine Bedeutung kennt, wird die Identität des wahren Mörders eindeutig klar sein. Euer Ehren, die Anklage ruft einen Zeugen auf, der alle Zweifel gegen Frau Andrews beseitigt. Wer könnte das sein? Ganz einfach, euer Ehren. Frau Adrian Andrews selbst. Oh. Ich habe eine Vermutung, was das mit dem Bären auf sich hat. Aha. Vielleicht ist da vielleicht der Abschiedsbrief er... drin. Genau. Ey, Mann, das ist meine Idee. Ich verstehe. Na gut, das Gericht macht eine Pause von 10 Minuten. Die Anklage wird in dieser Zeit die Zeugin vorbereiten. Ja, euer Ehren. Na toll. Hm. Ich fühle mich gleich wie der größte Arsch auf Erden. Hm. Oh. Oh, es war eine sehr gute Idee, sie als Geisel zu nehmen, stimmt's, Herr Anwalt? Aber ich hätte nie gedacht, dass sie in ihrer Verzweiflung Adrian die Schultern hängen. Ach, ich schwöre, dieser Teufel wird dafür bezahlen, wo ist mein Klappmesser? Nick! Wag es nicht, mich aufzuhalten, ihn abzustechen, ne? Ich glaube, das macht sie gleich selber. Ja. Pearls, wo ist Mia? Ich weiß es nicht. Aber schön, dass du wieder jugendfrei aussiehst, super. Ja. Eine sehr starke Kraft hat sie plötzlich fortgerufen. Okay, das lässt ja nur zwei Leute auf der Liste, entweder Maya oder Morgan. Morgan ist, glaube ich, nicht so stark. Stimmt. Eine sehr starke Kraft. Oh nein, mein Telefon wieder. Oh je. Hey Nick, ihr Telefon! Es ist Gumshoe. Hoffe ich mal. Nee. Wie steht's? Wie schlägst du dich da drin, Junge? So einigermaßen. Wir haben gerade was gefunden, was uns über Wasser hält. Puh, das ist gut, Junge. Und wie steht's bei Ihnen? Schon was gefunden? Haben Sie herausgefunden, wo die Killer und Maya sind? Wir haben immer noch keine Spur, aber... Was? Uns bleibt keine Zeit mehr? Wenn wir nur eine hätten, schon eine einzige Spur wäre wirklich hilfreich. Toll. Ich bin nur so weit gekommen, weil ich immer wieder dachte, dass ich den Prozess hinziehen muss, bis Mai befreit ist. Ich dachte, Gumshoe wäre mal nützlich. Habe ich denn diesmal abwarten. Abwarten. Habe ich denn diesmal einmal ein Glück verlassen? Ist unsere Hoffnung umsonst? Ein Zelt? Ein Zelt? Mich? Was ist mit dem Zirkuszelt? Das ist bestimmt wieder Pearls. Ich konnte ein Zirkuszelt sehen. Ha. Mit Mia. Es sieht so aus, als wäre Maya bis vor wenigen Minuten bewusstlos gewesen. Sobald sie aufwachte, rief sie mich. Also hat Maya dich fortgerufen? Sie ist gerade in einem kleinen staubigen Raum eingeschlossen. Aber ich konnte vor dem Fenster ein Zirkuszelt in ca. 100 Meter Entfernung sehen. Gumshoe, befinden Sie gerade ein Zirkus in der Stadt? Es gibt nur einen Junge, Barrys großen Zirkus. Oh. Ein Wiedersehen mit Mo. Ja. Maya befindet sich irgendwo im Kreis von 100 Metern von einem Zirkuszelt. Was? Okay, eine Minute, Junge. Mehr brauche ich auch nicht, um alles abzuklappern. Mhm. Ey, zeichne einen Kreis auf der Karte mit dem Radius 100 Metern vom Zirkuszelt. Und? Und? Ich konnte unter dem Fenster einen Briefkasten sehen. Okay, Gumshoe, alles was einen Briefkasten hat. Hm. Hoffe. Gumshoe, da ist auch noch ein Briefkasten. Hm, okay, was noch? Was noch, Mia? Tut mir leid, aber das Fenster war sehr klein. Ich konnte sonst nichts sehen. Es fühlte sich so an, als wäre es ein altes Bürogebäude im dritten Stock oder so. Ich habe Sie gehört, ein altes Bürogebäude. Sehr gut, Junge. Okay, haltet durch da drin. Noch ein wenig länger, Junge. Wünsche uns Glück. Viel Glück.
Ich rufe später an. Achte also darauf, dass der Akku nicht leer wird, Jörg, okay? Mia, Maya ist nicht verletzt, oder? Sie ist in ziemlich schlechter Verfassung. Sie lassen sie hungern. Gamschu, bitte beeilen Sie sich. Wir haben keine Zeit mehr. Bist du okay, Phoenix? Ach, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Maya befreit ist, also. Ich schaff das. Ich muss den Prozess noch ein wenig hinauszögern. Und der armen Adrian ins Gesicht sehen. Das dient ja dem Zweck, ein Menschenleben zu retten. Ja, aber trotzdem. Das Gericht versammelt sich wieder. Die Killer, der Mann, der das Opfer ermordete, reichte dies seinem Auftraggeber. Daraus ergibt sich dann folgende Frage. Warum dieser Gegenstand? Ich glaube, die Antwort darauf liefert uns den Namen des wahren Verbrechers. Die Anklage ruft deshalb die Managerin des Angeklagten, Adrian Andrews, in den Stand. Die Zeugin ist wegen Beweisfälschung und Justizbehinderung angeklagt.